Es gibt ein Übel unter uns. Manchmal schlägt es durch unbemerkt und oft verkleidet. So können wir es nicht erkennen, als es langsam alles wegkorrodiert, das gut ist. Jedoch von Zeit zu Zeit seine krasse Zerstörung der Gesellschaft und bräterliche Weisen starren sie direkt in ihren Augen an. Und wenn sie es zurück anstarren, sehen sie ohne Zweifel, dass es die Muster von alles Übel ist. Dieses Übel, das ich von rede, ist natürlich die Jugend und ihre erschreckende Klimakultur. Möglicherweise haben sie es nicht gemerkt, weil die Jugend sehr gut versteht, wie wirklich bedrohende sie sind. Aber wenn du endlich vorbei ihren Ed Hardy T-Shirts und Baseballhüte sehen kannst, werdest du merken, wie übel die Jugend wirklich ist. Sehr verdammt übel. Die Jungen wägt am Nachmittag unmotiviert und verlangt ein Jimmy Dean Breakfast Sandwich in Family Guy Episoden. Es guckt das Facebook-Seiten an 100 Mal pro Tag. Vielleicht um Leute zu erzählen, wie schlimm ihre Kette ist oder um zu sehen, wer Frisbee spielen möchte. Ohne zu duschen fängt es an, um ihren während Wortlegenkeiten zu kümmern. Egal wie sinnlos die sind. Er schleicht zu einem Unterricht, wo es nicht zu hören wird. Es versucht eine schriftliche Darlegung zu schreiben, aber es kopiert Informationen von Wikipedia anstatt. Es soll zur Arbeit gehen, aber es spürt krank und guckt Laughing Babies auf YouTube. Nachmittags verschwendet es Zeit mit Texting, Schlafen oder Family Guy auf DVD gucken. Endlich, als die Nacht naht, wird der Junge plötzlich motiviert. Auf der Suche einer sexuellen Begegnung durch es und sieht sich ein Kindbad. Er spürt auch ein bisschen auf die Toilette an, das es vor Weihnachten bekommen hat. Er starrt sich in den Spiegel und sagt, du bist sehr geil. Was für ein Lügner. Warum hat es keinen Selbstachtung? Warum geht es nie zur Arbeit? Warum versteht es nicht, wie hässlich ein Kinnbart ist? Bald wird der Junge zu einer Late-Night-Party gehen. Die Party wird auch garantiert für fremde Leute weniger wie ein Treffen von Freunden und mehr wie ein Wettkampf zu sehen, wer die größte Arschloch sein kann fühlen. Der Junge wird dann bestimmt bei den Nachtsendern betrunken sein und wird nach Taco Bell futzen riechen. Was für nützliche Menschen. Der Junge hat keine Seele und keine Moral. In diesem Sinn ist der Junge der Untergang alles Gutes. Der Junge wird die Stütze von Gesellschaft vernichten und dann mit deiner Frau schlafen. Aber ach, ist die Jugend zeitlos. Also sind wir alle bestimmt fucked.